Hallo und moin moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen auf dem gelben Sofa bei Lass mal schnacken. Heute haben wir einen Schauspieler eingeladen aus Hamburg und Sie werden viel Freude daran haben und Sie kennen ihn auch. Alle kennen Sie, da gehe ich einfach mal von aus, Hans Karlert oder ich sage einfach mal Onkel Krishan. Hans, grüße dich, herzlich willkommen. Ja, guten Morgen, Gerd. Guten Morgen, Hans. Also ich fühle mich ganz geehrt, hier sein zu dürfen. Und ich bedanke mich als erstes natürlich ganz herzlich. Gerne. Freue mich, dass du da bist. Du bist ja nur was Besonderes und da freue ich mich natürlich besonders drüber. Nee, also so was Besonderes bin ich ja eigentlich nicht. Nicht? Nein. Ich sehe mich auch nicht so. Nein. Okay. Hans, du bist 1934, im Mai 1934 in Riga geboren. Ja. Also erstens ist das ein sehr guter Jahrgang. Ja. Ja, und in Riga. Und ich hatte mal, also einen Polizisten in Recklinghausen war das, der wollte mich aufschreiben. Und dann sagte ich, ja, wo sind Sie denn her? Ich sage, aus Riga. Ach so, das ist da unten in der Ukraine. Und da sage ich, ja, ich merke, Sie wissen sehr gut Bescheid. Ja, das war witzig. Wo hat er dich hingebracht? Ja. Ja, also aus der Ukraine. Nur ja, gut. Aber ich habe hier eine kleine Geschichte. Und oh, jetzt, ja, erzähl mal. Ja, jetzt werde ich mich öffnen. Ach, jetzt erstmal, die Mütze nehme ich auch ab. Jawohl. So, nicht, wo sind wir denn? Ne? Genau. Und hier sieht man ein Fenster. Ja. Und das ist das Fenster vom Dom. Vom Dom in Riga. Und das hat mein Großvater, der war Glaser, also Kunstglaser. Und die hat er also 1897 hergestellt. Und zwar wurde der Chor abgerissen, der gotische, und er wurde romanisch wieder aufgebaut. Und dazu brauchten sie auch romanische Fenster. Und dann hat er das hergestellt. Also das ist ein Fenster aus dem 19. Jahrhundert. Die haben auch Fenster aus dem Mittelalter, die sind sehr viel wertvoller natürlich noch, die erhalten worden sind, weil sie ausgelagert wurden während des Krieges. Aber die sind nicht zerstört worden. Und wer jetzt in Riga im Dom ein Konzert hört, und das tun fast alle Touristen, die in diese schöne Hansestadt fahren, die sehen dann auf dieses Fenster. Die Orgel ist da hinten und man sitzt so und sieht auf dieses Fenster. Und das hat meine Nichte aus Amerika mir machen lassen in New York, nach diesem Motiv hier. So, das ist das Fenster und ich freue mich, dass ich das habe. Ich habe meinen Großvater nicht kennengelernt, der ist schon vor meiner Geburt gestorben. Aber das ist ja wunderschön. Ja. Der war ein richtiger Künstler, ne? Hat er denn noch mehr gemacht, außer diesen Dingen, die so ja, besonders wertvoll sind? Ja, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß das alles nicht. Nein, die ganze Geschichte. Man ist klein und man ist jung und man wächst heran und man hat seine eigenen Geschichten und Probleme. Und da fragt man nicht. Man fragt erst, wenn man älter ist. Meistens, wenn es zu spät ist. Ja, da hast du recht. Nee? Ja. Gehen wir mal einen Schritt weiter, Hans. Ja. Durch die Wirren des Zweiten Weltkriegs seid ihr in Hannover gelandet. Ja. Kannst du da ein paar Worte zu sagen? Ja, das ging aber nicht so schnell. Nee. Wir sind 39, da gab es ja den berühmten Hitler-Stalin-Pakt, der gesagt hat, so Kinder, Deutsche alle raus, heim ins Reich hieß das damals. Und denn von meiner Mutter aus sind die ja alle schon seit Jahrhunderten da gewesen. Und Vatersseite, der Großvater, wie gesagt, ist 1800 und ausgewandert aus Hannover. Weil das war wohl so, dass man da weg musste, weil die Zeiten hier auch nicht gerade rosig waren. Und er sah es für sich wahrscheinlich da eine gute Möglichkeit. Und man sieht es ja, er hat ja da wunderbar gearbeitet. Und und dann kamen wir erstmal nach Posen. Da ging ja der Krieg los. Und ich weiß noch ganz genau, wo ich war, in Riga. Das war in dem Haus, da hatten wir unten große Bäume im Hof. Das war ein kleiner Hof. Und da hörte ich was von Krieg. Ich hatte als Fünfjähriger, hat man keine Ahnung, aber irgendwie Krieg, das habe ich mitgekriegt, dass da irgendwas im Gange war, was nicht gut war.
Ich weiß das ganz genau, weil ich bin ein Augenmensch. Ich habe auch die Kirchtürme gesehen und die große Dünabrücke. Wir fuhren sommers immer aufs Land da zum Strand, nach Jurmala heißt das heute. Und ich habe das nachher ja alles wiedergefunden. Da hat sich nicht viel verändert, als ich jetzt war vor 10 Jahren das erste Mal. Ich war ja 4-mal in Riga. Und da hat sich gar nichts verändert. Im Kommunismus haben die, Gott sei Dank, die haben nicht viel Geld gehabt, haben nicht viel gebaut. Jetzt wird restauriert und gemacht. Jetzt ist es ist so schön. Und ich habe alles wiedergefunden, was ich noch behalten hatte als Kind. Ich, mit traumwandlerischen Sicherheit bin ich da hingegangen, wo ich als 5-Jähriger war. Am Strand, überall, sogar dieselbe Stelle. Ich hatte es nochmal fotografiert nachher. Also es ist wunderschön da. Ich kann nur jedem empfehlen, da hinzufahren. Es liegt nicht in der Ukraine. Also wie gesagt, da fährt man falsch. Ja, nicht? Das glaube ich auch, ja. Und dann gibt es auch noch Riva am Gardasee. Vielleicht hat er das gemeint. Aber das ist Riva. Ja. Auch sehr schön. Hans, hattest du schon in früher Jugend so einen Tick zur Ambition, so zum Künstlerischen? Nein, überhaupt nicht. Nein, ich war 16 und wenn ich Geburtstag hatte, kam Tante Paula. Tante Paula fragte immer die sprachbaltischen Dialekt. Nu, lieber Hans, was willst du denn werden? Und das fragte sie jedes Jahr. Es war furchtbar. Davor hatte ich die meiste Angst, vor diesen Fragen von Tante Paula. Es gibt so einen schönen Schlager, Tante Paula liegt im Bett und isst Tomaten. Das hatte der Doktor ja angeraten. Also wunderbar. Aber das konnte ich nicht singen damals. Ja, also ich wusste nie, was zu sagen und es war mir peinlich. Ich bin dann auch abgehauen. Dann. Na, wie das so ist mit 16, nicht? Da hat man andere Probleme. Du hast dann ja aber auch eine Ausbildung gemacht, das war 1955. Bis 55 und zwar die Schauspielausbildung. Die hast du aber nebenbei gemacht, das wusste keiner. Nein, ich habe nebenbei in der Fabrik gearbeitet, um mir das Geld für den Schauspielunterricht zu verdienen. Aber heimlich, ne? Heimlich. Denn ich bin es ging ja los in der Schule. Ich war schüchtern, ich war abseits, ich war immer so ein dünnes, fades Etwas und wusste nicht viel mit mir anzufangen. Aber andere, wenn ich auf dem Schulhof stand und aß mein Butterbrot oder was auch immer, dann kamen sie und sagten, du musst auf die Bühne, wir machen ein Laienspiel, wie in der Schule, nicht in der Aula auf der Bühne. Und da habe ich gedacht, wieso ich? Das kann ich doch gar nicht. Dann haben wir das gemacht. Das war ein Stück von, ach, ich weiß es nicht mehr, es war ganz lustig. Und ich spielte einen Schreiberling mit so, die haben dort diese Ärmelschoner und sowas. Ja, und da brach unten im Zuschauerraum Jubel aus, als ich dann zum Schlussapplaus kam. Und da dachte ich, was ist das denn? Ich hatte nicht so viel Selbstvertrauen, auch das habe ich heute auch noch nicht. Aber da bekam ich das und da war ich in der Klasse 11. Und dann kam das Abitur als 13. Jahr dazu damals, denn das war damals mit 12, aber dann ausgerechnet kam das 13. Und ich dachte, nee, also bitte nicht. Also wenn der Geschichtslehrer mich hier reinfasst in den Kragen, Canossa, 1077, Armada-Untergang, Augsburger Religionsfriede, 1555. Wenn das nicht gleich so kam, dann wurde einem die Luft ausgewirkt, denn das waren ja auch noch so richtige alte Nazis. Und ich hatte nur Angst. Ich bestand nur aus Ängsten und habe gedacht, das Theater, das ist jetzt mein Ziel. Das mache ich jetzt. Und ab heute mache ich nichts mehr, ich lasse mir auch keine Angst einjagen, keine Schularbeiten mehr, keine Arbeiten mehr, nichts. Und dann habe ich immer gesagt, von der Arbeit geschrieben, ich gehe raus auf den Hof. Ja, dann bekommen Sie, da wurde man dann gesiezt, da bekommen Sie eine 5. Ich sage, von mir aus eine 6. Ich mache nichts mehr. Mein Abgangszeugnis, das liegt bei uns in der Truhe, ich hab's noch. Nur 5. Nur 5. Und dann habe ich in der Fabrik gearbeitet, um es kurz zu machen jetzt, in der Flaschenfabrik,
schwer. Denn die Arbeiter, die da fest sind, die sind froh, wenn da mal ein paar Junge sind, angebliche Studenten. Ja. Und dann spring mal rauf, mach mal das. Wir kriegten die schlimme Arbeit zugeteilt mit dem Rücken. Und es war wirklich 8 Stunden harte Arbeit. Und das habe ich 3 Jahre dann gemacht. Nach einem halben Jahr habe ich meinen Eltern gesagt, ich gehe zur Buhmann-Schule. Das ist die private Handelsschule. Habe ich auch gemacht. Ich habe das Geld dann gehabt dafür und für den Schauspielunterricht auch. 10 Finger blind gelernt, weil da war eine sehr nette Lehrerin und die hat uns das mit Musik beigebracht. Und das habe ich schnell gelernt, 10 Finger blind. Steno und sowas, da waren wir nämlich beim Hauptbahnhof in Hannover, da haben wir immer geschwänzt, weil ich ja wusste, ich will auch nicht ins Büro, ich will nur ein Alibi haben für meine Eltern. Bezahlt ist das, denn wir waren nicht begütert nach dem Krieg, als wir nach Hannover kamen. Das war übrigens so, mein Urgroßvater, der kam ja aus Hannover, die Familie Karlert aus, der liegt da in Ricklingen begraben und den Grabstein gibt es heute noch, ist wohl unter Denkmalschutz. Wenn man den Haupteingang geht, rechts ein großer alter Grabstein, dann sieht man den und das, der war ja schon tot, als wir nach Hannover kamen, weil mein Vater wollte ja dann in seinen Ursprung zurück von Riga aus. Erstmal war ja Posen 5 Jahre und das war auch kein Vergnügen. Nee, ich hatte eine Lehrerin. Die erste war ja Frau Mosentin, die war nett. Das war eine alte Oma, die war lieb und nett. Aber nach 3 Jahren kam Astrid Popp, ich vergesse es nie, eine sehr hübsche, dunkle, stechende Augen. Und da musste ich diesen machen. Und dann musste ich Deutschland über alles singen, 3 Strophen. Und wenn die Hand dann müde wurde, dann habe ich die zu Hilfe genommen. Und dann hieß es, komm mal nach vorne. Und dann hat sie das Federhalterpedal genommen, Hände rausgestreckt und dann gab es hier oben auf die Hände drauf. Aber wie? Ich sehe noch die Augen. Ich sehe noch nachts. Ich habe manchmal Albträume, wenn ich an diese Frau denke. Astrid Popp, unvergesslich. Obwohl sie hübsch war. Ja. Wir kommen jetzt zu deinem ersten Engagement. Erstes Engagement. Über Gagen und Verpflegung sprechen wir. Also nun habe ich die Prüfung in Hannover bestanden. Es gab da noch Verwicklungen mit meinem Vater und ich wollte ja Grafiker werden, weil ich in der Buhmann-Schule, in der Schule eine Schülerin hatte, eine Mitschülerin, deren Schwager war Grafiker, aber er durfte mir keinen Lehrvertrag geben, weil er keinen Meister hatte. Aber ich sollte da anfangen, als Volontär. Oh, mein Vater hatte mir das verschwiegen, der ist inzwischen da gewesen, hat denen die Hölle heiß gemacht. Und ich komme zum Termin morgens und was wollen Sie denn hier? Ich sage, ich will anfangen. Ja, nichts da. Ihr Vater war da, wissen Sie das gar nicht? Ich sage, nee. Er hat mir nichts gesagt. Und ich stehe da vor der Tür und werde dann rauskomplimentiert. Das war vielleicht ein Gefühl. Und dann bin ich zu meinem Lehrer gegangen, zu Peter Petran, habe ihm das erzählt und gesagt, wenn du deinem Vater erzählst, dass du bei mir bist, ich hatte ja Privatunterricht, der hat auch an der Schule unterrichtet, der war richtig da an der Schauspielschule und war am Ballhof engagiert als Chargenspieler, dann schmeiße ich dich auch raus. Gott, habe ich gedacht, man ist dann so allein in dem Moment, man ist so fertig mit Gott und der Welt. Also ja, und dann hat er gesagt, gut, ich werde dich bis zur Prüfung bringen. Nach 2,5 Jahren hatte ich morgens um 10 die Prüfung. Ich war Nummer 2 mit der Nummer 1, die fiel durch. Mit der bin ich heute noch befreundet. Aber die war dann auch nie am Theater, war auch gut so. Ich kam durch und war natürlich ganz jubelig. Unvergesslich, wenn man plötzlich da steht und hat so eine Prüfung bestanden. Ich musste 6 Rollen, habe ich da gemacht in 3,5 Jahren, oder 2 Jahren, so war das. Und dann musste ich 3 Rollen vorsprechen und dann saßen sie ja, was regen Sie sich auf, Sie haben bestanden. Wupp, meine Schuhe flogen bis sonst. Und ja, sagten sie allerdings, Sie werden es nicht so einfach haben. Sie sind so ein Typ, der nicht auf Anhieb gefragt ist. Ja, nun Romeo war ich nicht, ne? Liebhaber war ich nicht, ich war nix. Dann habe ich gedacht, ja, was machst du jetzt? Aber die Prüfung hast du, also einen Beruf hast du auch.
bewirb dich mal. Und dann habe ich mich nach Hildesheim, nach Braunschweig, weil da auch der Intendant in der Prüfung saß damals, Herr Kühn, und nach Hildesheim, Celle, ja. Dann kriegte ich immer zum Frühstück, denn und leider tut es uns und so weiter, ist nichts. Nun hatte ich aber noch einen Kollegen, der hatte da auch die Prüfung gemacht ein Jahr vorher. Und der war ist nach Rothenburg gegangen, ob der Tauber. Und die sind dann umgezogen nach Dinkelsbühl, weil die haben da etwas Zuschüsse gewährt. Ja, und dann war er in Dinkelsbühl und sagte, besuch mich doch mal. Dann bin ich im Sommer hingefahren. Und dann haben die gesagt, ja, wenn du die Prüfung hast, da hatte ich sie noch nicht, das war der Sommer davor, Ferien, ich nach Dinkelsbühl gefahren, musste nicht vorsprechen, gar nicht, ja, gut, mach die Prüfung und dann kannst du kommen. Habe ich gemacht. Und ich hatte dann noch so einen älteren Freund, der macht so Mädchen für alles. Man brauchte denn ja so Leute, die einem auch so ein bisschen mal was sagten. Man hat ja keine Ahnung sonst vom Beruf, vom Theater. Und er sagt, ja, da müssen Sie da hin, auch ganz egal, wer das ist, da sind auch Leute. Auch wenn das nur ein kleines Theater ist, dann gehst du da hin. Muss alles annehmen, was kommt. Da lernst du was. Ich sage, ja, gut, dann war ich da. Es war wunderschön, als ich hinkam, denn das ist unzerstört. Eine kleine mittelalterliche Stadt, ja, so kennen ja viele, ist ja Touristenziel. Romantische Straße. Also, ich hatte da ein kleines Zimmer, so ein Kabuff. Ja, ich war engagiert, ich war glücklich. Ja, man kriegte 160 auf die Hand im Kuvert. Wir waren nicht versichert, weder krankenversichert noch sozialversichert. Der Arzt, Dr. Winter, sagte, wenn was ist, Kreiskrankenhaus, Chefarzt, ihr kommt einfach, wenn was ist. Machen wir alles. Machen wir alles. Die Schlachtersfrau. So eine dicke, roten Kopf, wie so Schlachtersfrau typisch sind. Also, bei mir kriegt er das alles ohne umsonst, Wurst. Dann haben wir gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen 50 Pfennig bezahlen, auf jeden Fall. Haben wir auch gemacht. Und dann hat sie immer gesagt, das Übliche. Ja, dann kriegte man so einen Berg voll Wurst, Wurstenden oder Wurst, richtig, aber gut. Man hatte für Tage zu essen. Im Gasthof waren 35 Euro das Abonnement zum Mittagessen mit zwei Gängen Suppe und Hauptgericht. Und der halbe Liter Bier kostete 50 Pfennig. Ja, das war damals in Dinkelsbühl. Die Miete 25 im Monat. Ja. Und dann musste ich noch 5 Euro ins Kuvert stecken, jeden Monat, damit ich nach Hause fahren konnte mit der Bahn. Ich hatte ja kein Geld und ich hatte auch nicht Eltern, die mir sagten, du kannst alles kommen, wir bezahlen. Heute ist das ja, man kann sich das nicht mehr vorstellen. Absolut nein. Kommen wir jetzt zu 1961, mal einen Schritt weiter. Da bist du Ja. dann mit deinem Sohn, den du mittlerweile hattest, Der ist und hier in Hamburg geboren, der ist in übrigens. Hamburg geboren, und mit deiner Leitgeprüften. Ja. Da musst du mal was zu sagen, ne? Naja, meine Leitgeprüfte. Ich hatte aber inzwischen ja gekündigt in Dinkelsbühl. Jetzt sage ich, gehe, weil ich war ja dünn wie ein Strich. Und man konnte auch nicht mehr, weil wir alles selbst gemacht haben. Technik, alles. Werden ein Techniker, ein. Wir mussten umbauen, die Möbel schleppen, abends abladen und so. Ach, alles. Dinkelsbühl feiert übrigens am 11. Juli sein 60-jähriges Bestehen. Aber ich drehe da bitte weiter, sonst wäre ich hingefahren. Aber die kennen mich ja gar nicht mehr. Und wie gesagt, ich lernte in Hannover Schüsslers kennen. Das Ehepaar Schüssler bestand aus Ilse Gramholz, Soubrette aus München, Gärtnerplatztheater und dann nachher in Hamburg Alte Flora. Und die mochten mich. Die lernte ich privat kennen in Hannover. Und da sagte er, sowas muss ich ja haben. Mondmajor, Frau Luna, Regenfritz, Trüppelü in Peterchens Mondfahrt. Und das habe ich in Hannover gemacht und er ging dann aber nach Hamburg, hier ins Operettenhaus. Das war 60, 61, Paul Helmut Schüssler. Hier in Kiel hat er auch inszeniert. Weißes Rössel mit noch Neuze. Ja. Neuze, einer von den drei Neuze-Brüdern. Und da war ich mit dabei, da habe ich mir angeguckt. Ich habe nicht gespielt, ich war da mit dabei. Und dann habe ich das in Hamburg gemacht, auch im Operettenhaus 2 Jahre war und nachher noch weiter. Und bei Maria Litto, das war Choreografin im Fernsehen auch und berühmte Tänzerin. Und ihr Mann war Heinz Schmiedel, Tänzer, Solotänzer an der Oper in Hamburg.
Und die sagte mir dann, als Operettenhaus vorbei war, Schüsslers ging nach München, ihr könnt bei mir in der Silvestersendung bei Harald Fock 1961 könnt ihr tanzen. Dann verdient ihr ein bisschen was. Und das haben wir auch gemacht. Und nach 3 Tagen kommt sie zu mir und sagt, Hans, du musst zu Heinz Schmiedel ins Schauspielhaus. Die brauchen einen Pantomimen für Richter von Zalamea. Uli Erfurt inszeniert. Ich sage, das kann ich doch gar nicht, Maria. Doch, du kannst das, denn ich hatte im Operettenhaus in Charleston getanzt und den sie uns ein im Weißen Rössel, Brautpärchen, die sagen immer, das ist uns ganz gleich. Und dann sagt sie, und ihr tanzt auch den Charleston. Und nachher kommt das Ballett nachher dazu, hinten im Ringelkostüm und denkt, und dann Charleston getanzt. Ja, es war wunderbar. Und dann sagte sie, ja, das kannst du, das kannst du. Ich dann ins Schauspielhaus. Und es fand statt. Dann haben wir geprobt. Als Pantomime hatte ich darzustellen, so eine Don Quixote-Figur. Es war aufregend, weil die waren ja alle da im Schauspielhaus. Schomberg und Friedrichsen, nicht, den es ja noch gibt. Und dann Elia Büchi. Und die waren alle da. Und die guckten dann immer durch den Vorhang. Was macht denn der unser Tänzer da? Ich hatte einen Tanzvertrag bei Gröntgens. Also das war... Ja, wunderbar. Können wir noch mal was zu der Sache mit dem Hutverkäufer sagen? Ja, das war in der Zeit, als ich dann später nach München kam, weil Schüssler mich noch holte auf Tournee. Der hatte inzwischen die Münchner Opernbühne und es gab immer kleinere Rollen, so aber schöne. Wie Vetter aus Dings da. Da gibt es 2 Diener und ich hatte einen Diener und der musste nachher die Beine schmeißen bis unter die Decke. Das war ganz toll, also ganz toll. In Batavia Fox. War ich in München und hatte einen Kollegen, der sagte, pass mal auf, nun geh doch mal, du hast doch Fotos. Ich sage, ja, aber ich gehe nicht gerne irgendwo hin, so antichambrieren, so Türen klopfen, was soll, ach, furchtbar, furchtbar. Ich habe es dann gemacht, Elanfilm. Ich komme da hin, klopf, klopf, herein, sitzt der Produktionsleiter da und sagt, ja, also was wollen Sie? Ich sage, ja, was? Ich sage, ich bin Schauspieler. Und was wollen Schauspieler? Eine Rolle. Wir haben alles besetzt. Ich sage, das dachte ich mir. Ich sage, ich lasse Ihnen ein Foto da. Wiedersehen, bin an der Tür, sage, wo sind Sie eigentlich her? Wo kommen Sie her? Ich sage, aus Riga. Kommen Sie mal her. Können Sie Ostpreußisch? Ich sage, ja. Es ist so, Baltisch klingt anders. Hart und so ein bisschen und das L und so. Ostpreußisch ist weich. Das ist der weiche Ton. Ich sage, ja, ich kann aber Ostpreußisch, denn auf der Flucht hatten wir Ostpreußen und nachher haben wir die immer nachgemacht. Also ich sage, ich habe das so ein bisschen im Ohr. Ja, kennen Sie Herrn Grewert, Günter Grewert? Ich sage, Herr Röder, ich kenne jetzt Sie und ich kenne mich und sonst kenne ich keinen Menschen. Ja, dann fliegen Sie nach Berlin. Ich sage, was bitte? Nach Berlin? Ja, wir sind nächste Woche zu Ende mit Vetter aus Dings da in München mit dem Gastspiel. Ich sage, dann fahre ich zurück nach Hamburg. Und dann kann ich nach Berlin. Ja, dann machen Sie das nächste Woche, aber spätestens. Wir zahlen den Flug. Ich hatte ja aber inzwischen meine leicht Geprüfte kennengelernt auch, nicht? Das war ja alles in der Zeit. Aber da war ich ja schon verheiratet. Das war 68 oder 67. Reise nach Tilsit von Sudermann. Ich also nach Berlin. Da haben wir irgendwo im Puff übernachtet, was wir nicht wussten. Da stand Pension und wir hatten ja auch wenig Geld und überall Rotlicht. Und dann sagten wir nachts, was ist denn da, die Türen klappen und überall die roten Fäden. Ja, wir sind im Puff. Aber das war günstig. Das war Hauptstraße war das. Und dann sind wir morgens, musste ich um 9 Uhr in der Heerstraße sein. Das ist die große Einfallstraße in Berlin. Und da wohnte Günter Grewert und wir da in die Villa. Also wir erstmal mit der Bahn, dann mit dem Taxi und dann ausgestiegen. Und ich saß dann unten in so einem Raum. Meine Frau sagt, ich gehe ins Café.
ich will das alles nicht sehen. Und dann saß ich da unten, dann kam Günter Greber drunter und sagte, ja, guten Tag, ich habe gehört, Sie können Ostpreußisch. Ich sage, ja, kann ich. Und er sagte, sprechen Sie. Ich sage, Herr Greber, das ist sehr unangenehm. So morgens um 9, ich bin noch so, ich müsste einen kleinen Schnasseln, einen kleinen Köhn. Und dann komme ich aus mir raus. So bin ich verhemmt und verklemmt. Ich kann mir nicht helfen, aber so ist es nun mal, morgens um die Zeit. Engagiert. Die Rolle ist schwer. Ich sage, Herr Grewert, ich kann gar keine leichten Rollen. Ich kann nur schwere Rollen. So, ich war engagiert für den Hutverkäufer. Mit Ruth Maria Kubitschek. Und Michael Vogler, der ist auch irgendwann jetzt gestorben. Die Kubitschek lebt noch, ja. Und das war auf Anhieb in Friedrichstadt an der Eider. Und dann kam, ja, was kam dann? Dann kam ich noch ein paar Filme, aber die Rollen wurden, die waren nicht so schön wie die. Die war ausgesprochen schön. Und jetzt, der eine da vom NDR, der will mir jetzt das alles beschaffen, weil die wollen über mich noch so einen kleinen Film drehen, jetzt dieses Jahr. Und da hat er, sucht er das alles raus. Und unter anderem habe ich gesagt, Reise nach Tilsit muss dabei. War wunderbar. Und man sieht mich, wo ich noch jung bin. Ja, und was, ja, und danach kam so immer mal Fernsehen und dann, ja, und dann habe ich gedacht, wie muss das so weitergehen? Mit der Operette wollte ich ja nicht immer weiter, obwohl ich da viele bekannte Leute kennenlernte, also von der Röck angefangen, aber auch über Jan Kipura, Martha Eggert, die jetzt erst in Bayern, New York mit 103 gestorben ist. Mit 103. Und da musste ich immer mit, als wir in Köln spielten, sagte, der Lange aus Hamburg muss auch mit. Bis nachts um 2 gesessen, immer mit Kipura Eggert, Martha Eggert. Und naja, und viele Elfi Meyerhofer und so und so. Und das war alles wunderbar. Aber ich wollte ja nun zum Schauspiel, weil ich nicht immer an der Operette hänge, denn ich war ja kein Sänger. Und als ich mich dann mal vorstellen sollte hier im St. Pauli Theater für 50-50 Schlagerrevue aus den goldenen 50ern, habe ich ja gemacht, aber auf Tournee in München und auf Tournee in Österreich, Schweiz, bis nach Lübeck und überall hin. Da habe ich dann nur der Dramaturgin gesagt, weil sie sagt, was singen Sie? Da habe ich gesagt, ich singe raus. Da hat sie mich angeguckt, was singen Sie? Ich sage, ja, wenn ich singe, dann ist das Publikum ganz schnell weg. Da ist die Vorstellung noch nicht zu Ende. Da ist niemand zum Schlussapplaus. Ich singe raus. Oh Gott. Dann habe ich gedacht, na ja, sie wird wohl was Schönes über mich denken. Aber so war das. Aber ich wusste, ich hätte da gar keine Zeit. Ich hätte das gar nicht annehmen können. Aber bei Uwe Nielsen, der das geschrieben hat und auch inszeniert hat in Bremen, der hat dann mich geholt für die Tournee in München. Ich musste runter und dann sagt er, du musst dem mal jetzt vorsingen, dem am Klavier. Ich sage, ich kann doch gar nicht singen. Doch, du hast die Tuntenshow mit Wilhelm Zworen in Bremen im Schnurr gesungen. Ich war ja da auch im Schnurr mal. Also so kam das. Ich war dann da mal und da mal. Und ich war in Hannover, weil ich sagte, nee, erst kam ja noch Theater im Zimmer von Recklinghausen aus, wo mich Everding hinholte. Da war ich 4 Jahre in Recklinghausen bei im Ensemble. Und da, wie gesagt, lernte ich auch, die später Karriere machte. Die hat auch erst im Alter Karriere gemacht, in der Lindenstraße, die Alte. Die kannte ja jeder, weil die hat immer geschimpft und hat. Und die kannte ich aus Recklinghausen. Und naja, und nun habe ich Onkel Krischan gekriegt, nicht? Aber das ist auch wieder eine Nummer für sich. Machen wir mal eine andere Nummer jetzt. Ja. Machen wir jetzt mal Pierre Bries. Pierre Bries, oh Gott, das Karl war auch, May. Ja, das war auch. Das kam ja dadurch, dass ich im Theater im Zimmer war, durch Hans-Peter Kur, der letzte Woche beerdigt wurde in Ohlsdorf. Gestorben leider, der letzte große Bekannte, der mich mein Leben lang begleitet hat. Mhm. Durch ihn hatte ich ja im Theater im Zimmer erstmal Engagement gekriegt. Durch Recklinghausen, durch Everding. Schwarzer Freitag, nur eine kleine Figur am Ende des Stückes mit Kurt Jürgens. Und
Dann war ich in Recklinghausen, Chor sah mich und sagte, mit dir mache ich Hunger und Durst, ein UNESCO, das ist ein absurdes Stück, ein Spätstück von UNESCO, das war 71 im Theater im Zimmer bei Gerda Gmelin. Wo ich dann aber noch länger war, da sah mich Schütter, holte mich ans Ernst-Deutsch-Theater, wir machten Mirandolina mit Chor und gingen auf Tournee. Und da sah mich der Chef aus Elspe, Karl-May-Spiele, Sauerland. Und der wollte Klaus Wilke haben, der die Hauptrolle hatte in Mirandolina, Ripper Fratta. Und weil Pierre Bries ausfiel, der da in Elspe war, wollte alleine was machen. Und fiel aber in Dortmund, das ging nicht, er kam dann zurück nach Elspe. Aber das war dann ein Jahr später. Als er das Jahr nicht da war, hat er Klaus Wilke engagiert und sagt, aber den da in Lila, ich war von Forli Popoli, Marchese von Forli Popoli mit solchen Rüschen und ganz in Lila und Allonge-Perücke auf. Ja, wunderbar. Und der mochte mich also, der fand mich also komisch. Manche vielleicht nicht, aber der ja, sagt, den will ich auch haben. Und als ich dann das Jahr drauf mit Kreidekreis von Brecht aus mit dem Ernst-Deutsch-Theater wieder auf Tournee war, da spielte ich eine herrliche Rolle, der Bauer Jussup, den die Grusche heiraten muss und der in der Tonne nackend sitzt, den muss ich in den Rücken schrubben und auf dem Totenbett liegt er zuerst. Und er ist aber nicht tot und da sind schon die ganzen Besucher, die zu seinem Leichenschmaus kommen wollten, und da steht er auf im Nachthemde und schmeißt die alle raus. Und dann geht er in die Tonne, da muss sie ihm den Rücken schrubben und so weiter. Also eine herrliche Rolle. Glaube ich dir. Wir kommen jetzt an. Jetzt komme ich aber auf Elspe zu sprechen. Da sah mich ja der Bruder. So, ja. Und nun kam ich nach Elspe. Und da kriegte ich natürlich auch diese Heulerrollen. Erst sagte ich meiner Frau, weil sie mich auf Tournee anrief und sagte, der Elz, die wollen dich da haben für Karl-May-Spiele. Ich sage, was soll ich da? Ich kann nicht reiten, ich kann nicht schießen. Ich bin doch gar nicht der Typ. Doch, doch, was Heinz Erhardt gemacht hat. Naja, ich sage, Heinz Erhardt, ja, den kannte ich übrigens auch. Mit dem habe ich mal gefilmt. Wir haben nur gelacht, 3 Tage im Studio Hamburg. Und dann dann kam ich nach Elspe, machte das. Naja, und das war Kantor Hampel. Naja, der sahnt ja ab, wenn der da ankommt auf dem Klavier, mit dem Klavier, mit Pferd und Wagen ankommt und haut in die Tasten. Das war also, ja, man kannte mich in Elspe genauso wie jetzt, nur ich bin immer Onkel Christian, da war ich immer Kantor, der Kantor. Im ganzen Sauerland, ja, das ist der Kantor, woll. Woll, der Kantor, woll. Aber jetzt kommen wir zu Büttenwader. Ja, oh, das, ja, da war noch viel dazwischen. Lass mal Büttenwader. Und nun, ja, Büttenwader, ich hatte ja im Fernsehen immer mal so ein paar Röllchen, auch im Tatort und so weiter, ja. Ich sag das nur, weil Tatort kennen sie mal alle, weil da darf man ja keinen anrufen, nee. Sonntagsabends. Und dann kriegte ich mal wieder so eine Tagesrolle. Ich sage, was ist denn das für eine Rolle? Ja, das ist ein Rentner. Ich sage, ja, ob das passt? Da war ich aber schon lange in Rente. Und ja, das passt. Wir schicken den Text und ich lese den, 2 Seiten, Schreibmaschinenseiten. Ja, der ist ja total abgedreht, total dement, aber total. Ich sage, das ist ja eine wunderbare Rolle. Ja, sowas will ich spielen, das ist ja, Herr. Ich rufe da an, ich sage, sofort, sag zu, ja. So, jetzt kommt nächsten Tag der Vertrag. Da ruft mich die Produktionsleiterin an und sagt, Herr Karlert, ich sage, ja, oh, es ist was Furchtbares passiert. Ich sage, was ist denn passiert? Der Regisseur hat heute Morgen, da waren ihre Fotos, die lagen da, und da hat er gesagt, ja, und dann sind sie zum Drehen gefahren, und da habe ich gedacht, ja, der soll engagiert werden. Nein, mitnichten, der hat gesagt, er muss sie erst sehen, er weiß es nicht, der ist ja vielleicht viel zu jung noch. Ich sage, ja, und nun? Ja, oh, ich habe eine Bitte, wenn Sie den Vertrag zerreißen. Ich sage, na ja, was bleibt mir anders übrig? Ist doch klar. Oh, wenn Sie das machen wollen, ich sage, ja, Vertrag zerrissen, ich sage, Frau Karlert, ist nichts mit morgen, drehen oder übermorgen.
So, nächsten Tag, wir holen Sie ab mit dem Dings Taxi. Ja, wir holen Sie ab. Ich sage, bringen Sie mich. Ja, wir bringen Sie auch. Kommen Sie raus. Und dann waren da drei Frauen und meine Frau sagte schon gleich, hier, von wegen Zähne raus, ist nicht. Kommt gar nicht in Frage. Das machst du. Das ist widerlich. Denn ich hatte das schon ein paar Mal in Großstadtrevier als Penner. Und das ist ja, nee, also das musst du nicht haben, also dann machst du das nicht. Hast du mich verstanden? Die ist sonst gar nicht so böse, aber sie ist direkt und klar, immer klare Sache. Ach ja, ja, dann bin ich rausgefahren, dann stand ich vor den drei Männern, Maskenbildner, Regisseur und Produzent. Ja, wie alt sind Sie denn? Ist er 71? Da stecken die Köpfe zusammen. Ja, dachte ich mir, ehe ich das verliere, ganz schnell raus, das Ding. Oh, ja, wunderbar, 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 ja, das ist er, das ist er. Ja, das bin ich, ich krieg das. Und dann sagt er, ja, also morgen früh drehen wir. Ich sage, ich darf ja nicht, meine Frau hat es mir eigentlich untersagt, wenn ich da verboten. Och, sagen Sie doch nichts. Ich sage, wie bitte? Ich sage, was meinen Sie, was da los ist, wenn ich das nicht sage? Sagen Sie mal ein halbes Jahr später, die macht ja nicht die Kiste aus, dann, wenn ich komme. Ich sage, dann ist aber der Teufel los, dann habe ich aber mit schlechten Karten gehandelt. Ja, die kriegt von mir einen Blumenstrauß. Ich sage, ich weiß nicht, ob sie sich bestechen lässt, aber immerhin, wir werden drehen, ich komme morgen. Dann haben sie mich nach Hause gefahren. Die erste Frage war von meiner Leitgeprüften, na, ich sage, Schätzchen, es ist alles wunderbar, es klappt, morgen dreh ich. Die waren alle sehr nett. Das will ich nicht wissen. Hast du die Zähne rausgehabt? Ja oder nein? Nur ein ganz klares Ja oder Nein. Ich sage, ein bisschen. Naja, da war was los. Ich sage, du kriegst einen Blumenstrauß. Wollte sie ja nicht. Sei nicht von mir, vom Regisseur. Naja, also gut, wir haben gedreht, er kam mit so einem Strauß, ich sag, ich war ganz erstaunt und es ist alles gut gegangen. Und dann sagten sie, das geht weiter, wir schreiben weiter. Da habe ich gedacht, was ist das denn, weiter? Ja, es wird eine Serie. Also gut, es ist keine große Serie, sondern eine kleine Serie. Die ist ja nur zweimal im Jahr wird gedreht oder jetzt einmal durch die Umstände. Und es wird auch immer nur ein paar Mal gezeigt und Wiederholungen. Es ist nicht so wie eine Serie, die jede Woche Dienstag und dann dran kommt. Oder gar Rote Rosen, nicht? Aber das wäre ja dann auch Stress. Ja. Hans, Onkel Christian. Onkel. Mit und ohne Zähne. Aber du hast doch eine Rolle deines Lebens jetzt erwischt. Ja, ich bin sehr dankbar. Ich bin und sehr auch eine schöne Rolle, wo wir alle viel, viel Spaß dran haben. Ja, und ich habe ja jetzt noch gedreht, 1000 Mexikaner. Da wurde ich angeschrieben vom Produzenten und vom Regisseur. Ganz zauberhaften Brief. Und der Regisseur hat es auch selbst geschrieben. Philipp Scholz heißt der, ganz sympathisch, ob ich Interesse hätte an der Rolle Opa Friedhelm. Ich komme nachher so ein bisschen durcheinander mit den vielen Opas und Onkels. Opa Friedhelm, ja, es ist genau dasselbe. Die wollten mich so haben, wie ich bin, auch ohne Zähne. Und der hat meine Frau auch einen Blumenstrauß geschickt, weil eben das ist. Die hat sich aber inzwischen dran gewöhnt, nicht? Ich sage, was musst du nicht machen, Philipp? Aber er hat es getan, ganz liebe Leute, ganz lieb. Und das ist Schleswig-Holstein, NDR und Niedersachsen dran beteiligt, Nordlichter. Also irgendwie so ja. Nicht? Kommt auch irgendwann 1000 Mexikaner. Sehr schön, die Rolle ist klein, aber fein. Aber fein. Und die gucken wir uns an. Ja. So, meine Damen und Herren, Hans Karlert, Onkel Christian, wir haben sehr, sehr viel Spaß gehabt dabei. Ich denke, Sie auch. Und ich sag dir nochmal, Hans, schön, dass du da warst. Ach, das war schön. War ja so, vor allen Dingen Gesundheit, ja, dass danke. Wir dich noch ganz, ganz lange sehen, wenn ihr wieder mit Bündenbade anfangt. Ja? Ja, mach ich. Ich bin in guter Behandlung. Alles, alles Gute für dich. Dankeschön. Herzliche Grüße zu Hause. Danke. Und mach's gut, wie gesagt. Ne? So, meine Damen und Herren, das war's mal wieder auf dem gelben Sofa. Das nächste Mal haben wir auch einen Kieler hier, auch einen Moderator aus Kiel. Den Sie alle kennen, Volker Mittmann. Und er ist ein bisschen jünger, aber ich denke mal, wir werden auch viel Spaß haben. Auch er hat viel, viel zu erzählen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Ich sage bis dahin tschüss, dass Sie dabei waren. Dankeschön.